Es gibt kein Zurück! So. Unterbindet jetzt eure Belästigung unserer Existenz. Alles klar! Schon unterwegs! Verstanden! Hier ist noch ein Bär. Das Lagerhaus ist voll. Das höre ich nicht gerne. Können wir Sachen verkaufen? Oh ja, wenn du kaufst unser Holz. Hat Güter? Fisch. Er verkauft uns jetzt Fisch, den wir zu ihm zurückschicken könnten. Aber warum sollten wir? Wir können doch einfach unseren eigenen Fisch beschaffen, dann geht das. Nicht aufgeben! Jawohl! Zum Angriff! Stürmt los! Gebiet jetzt sicher. Das Spiel macht erstmal seinen automatischen Quicksave. Jetzt können wir Stück für Stück an Geld kratzen und uns dieses Gebiet hier nehmen. Sofort! Wie ihr wünscht! Hi! Hi! Kommt ihr mal hier rüber zurück? Jawohl! Sofort! Schon unterwegs! Hi! Schon unterwegs! Alles klar! Wie ihr wünscht! Sofort! Verstanden! Okay, geben wir ein bisschen Schub. Auf euren Befehl! Zumindest können wir Sachen verkaufen. Ihr wisst was, wir kaufen diese eine Ladung Fisch. Sofort! Ein bisschen Kleingeld können wir so da rausziehen. Schiffe den Hafen wieder verlassen. Wir haben jetzt den Fisch zusammen, den ein wir abliefern Karren müssen. Mit Rohstoffen ist eingetroffen. So einfach ist das. Ein Karren wurde ausgesandt. Mal 30 Tacken. Das Lagerhaus ist voll. Schon wieder. So viel Holz. Ein Karren wurde ausgesandt. Das habt ihr ausgezeichnet gemacht. Finde ich auch. Aber sehr freundlich, dass du uns das zustimmst. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Schon unterwegs. So. Hi. Alles klar. Hi. Einmal hier das Waldgebiet durchkämmen. Jawohl. Vorwärts. Nicht ein Karren aufgeben. Ist angekommen. Er bringt Güter von weit her. Es gibt kein Zurück. Nicht aufgeben. Ah, der Karren hat uns direkt Räucherfisch gebracht. Sehr nett. Stürmt los! Blindhund wird der Solo fertig. Sofort! Jawohl! Schon unterwegs! Nahe! Kiste! Jawohl! Hier gibt es einen Steinvorkommen! Hervorragend für unseren Stadtausbau! Wie viel kostet das? Gibt auch 1000. Sofort! Und es liegt näher an. Wie ihr wünscht! Und hier ist ein Wildgebiet, das kommt gerade richtig. Auch 1000. Wir werden angegriffen. Mit so vielen Blindhunden wird er gerade nicht fertig. Güter?
dein. Nehmen wir. Auf euren Befehl, allerdings haben wir den Bereich hier Befehl schon gesichert. Schon unterwegs! Sofort! Nun gut genug. Klemmen wir das nach. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Es ist sicherer, wenn es nah bei uns ist. Auch wenn die Map scheinbar eine Aufbaukarte ist, verbleibe ich unbeschreiblich paranoid. Wie ihr wünscht, das Lagerhaus ist voll. Sofort! Wie ihr wünscht! Wir haben jetzt keinen Auftrag, Räucherer zu bauen. Nun setzen wir nach dahin. Und ich würde auch noch sagen, wir setzen noch einen weiteren nach. Zweimal Nahrung nebeneinander ist durch eine Sache. Wir haben ein Territorium eingenommen. Aber hier passt er hin. Ein Steinmetz ist angekommen. Sendet das Gold und ihr bekommt einen Steinmetz. Bitte bedenkt es ja. Okay. Das Lagerhaus ist voll. Wir machen jetzt aktuell kein Geld mehr. Die Soldaten fressen das Zeug gerade auf. Au. Oh, wir können für die Gebäude einzeln festlegen, ob konsumiert werden darf oder nicht. Das ist gut. Aber jetzt haben wir hier alles voll Nahrungsmittel. Und nicht genug Leute, die das Zeug tatsächlich benutzen. Die produzieren natürlich auch gar nichts, weil das Lagerhaus voll ist. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Fisch kauft er gerade nicht, weil er gerade wahrscheinlich... Ah ne, kauft er generell einfach nicht, okay. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Jetzt, wo du volle Gesundheit hast, kannst du dich mit den blinden Hunden befassen. Zum Angriff! Oh, das sind ganz schön viele. Hey, auf euren Nein, mit denen Befehl. Hier werden wir fertig. Auf euren Befehl. Irgendwo könnte auf vielleicht noch eine Kiste Befehl. Liegen. Schon ich hab was angelegt, was ist angeboten? Nein. Kaufen wir. Einfach um das Lagerhaus zu vergrößern. Schon unterwegs! Hi! Kiste! Verstanden! 483. Verstanden! Da ist ein Bär. Verstanden! Schon unterwegs! Auf euren Befehl! Ellerbeck, das Kloster, okay. Alles klar! Jawohl! Schon unterwegs! Jawohl! Jawohl! Alles klar! Ein Karren mit Rohstoffen ist jawohl. Eingetroffen. Wie ihr wünscht! Da ist eine Kiste. Halling. Ein Getreide. 829. Alles Kornfeld. Alles klar! Sofort! Okay, hier wie haben wir das wünscht. Wildgebiet, um das wir uns kümmern müssen. Ei. Sonst können wir nicht aufsteigen und das ist der Schlüssel zu, um mehr Geld zu kommen. Ein Karren wurde ausgesandt. Wollen direkt Steinmetze bauen können? Das Lagerhaus ist voll. Das können wir jetzt aber ausbauen. Bevor wir so viel Steine eingekauft haben. Wir müssen wieder an 1000 Gold kommen. Schon unterwegs! Alles klar! Schon hier gibt es einen Steinvorkommen. Er erhofft hervorragend für unseren Stadtausbau. Auch 1000, aber eine, aber eine Goldkiste. Verstanden! Kämpft weiter! Bär! Gott Dank für eure Hilfe! Sofort! Hi! Verstanden! Ah, noch eine Goldkiste. Das Land ist wirklich reich.
Hi! Jawohl! Alles klar! Nun, nehmen wir das Gebiet hier ein. Wenn wir befestigen, dann entlang dieser Straße hier. Ist eingetroffen. Schon unterwegs! Wir haben mein Territorium eingenommen. Das ist schon ein Blindenhund. Ein Jäger ist angekommen. Wir sind ins Holz und bekommen den Jäger. 150 Holz schicken wir dir sofort rüber. Ein Karren wurde ausgesandt. Vorwärts! Jawohl! Verstanden! Regeneriere dich ein bisschen. Bogenschütze, rennen! Angriff! Sofort! Ihr habt eure Aufgabe erfüllt. So. Dann bekommen wir Stück für Stück alle Sachen zusammen, die wir brauchen, um Landvogt zu werden. Wie ihr wünscht! Mit dem Landvogt kriegen wir dann deutlich mehr Geld zusammen. Güter, was bringt das? Milch und Getreide, beides gerade nicht so nicht in so großem Bedarf. Beim Metzen sind schon angekommen, schon längst. Wir haben zu viel Fisch auf Lager, weg damit. Und das Spiel speichert erst einmal. Wir haben aktuell Zugriff auf 3 Wildvorkommen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ein Metzger hat den Hafenreich. Sendet uns Wild und bekommt den Metzger. Natürlich. Wir müssen warten, bis der Jäger angekommen ist. Wir müssen aktuell nicht zum vollsten Potenzial wildern. Das reicht, wenn wir, glaube ich, überall eine voll ausgebaute hinstellen. So. Wahrscheinlich müssen wir dann 2 Metzger bauen, damit wir dann an die Würstchen kommen. Damit wir an Würste kommen und die Würstchen tauschen wir dann gegen einen Gerber. Wäre meine Vermutung. Denn aktuell produzieren wir natürlich nichts außer Nahrungsmittel. Okay, wir werden noch 2 Gerber brauchen. Quetschen sich alle hier in die Kathedrale rein. Da ist kein Platz mehr in der Kirche. Da sind noch 50 Tacken, die wir da oben drauf bekommen. Und das Sold ist ja auch ein bisschen günstiger geworden. Weil die Leute gestorben sind. Das nächste Gebiet wäre dieses hier. Einfach um die komplette Straßenanbindung hier auf dieser Seite zu gewährleisten. Die Gebiete hier doppeln im Endeffekt nur, was wir hier schon haben. Aber für dieses Eisengebiet mit den 2 Minen brauchen wir 1500. Sofort! Die wir eigentlich ziemlich einfach zusammenkriegen könnten. Weil wir die nötigen Wildmengen zusammen haben. Eisen könnten wir einkaufen. Sehe ich aktuell keinen zu großen Bedarf dran. Verstanden! Kiste haben wir schon. Verstanden! Sofort! Das Lagerhaus ist voll, wie ihr wünscht! Verstanden! Achso, ein Felsbrocken, über den wir nicht drüber dürfen. Okay. Wie ihr wünscht! Das Lagerhaus ist voll, baut es aus.
Jawohl! Sofort! Kostet uns Geld, ich weiß, aber es ist nötig, damit wir zum Beispiel das hier hinkriegen können. Ein Karren wurde ausgesandt. Wie ihr wünscht. Verstanden. Sofort, sofort. Auf euren Befehl. Verstanden. Schnell. Auf euren Befehl. Okay. Hoffen wir, dass wir schnell sie niemals angreifen müssen. Über diese Brücke kriegen wir gar keine Belagerungsgeräte drüber. Das habt ihr ausgezeichnet gemacht. Finde ich auch. Jetzt kauf erstmal 100 Holz. Ein Karren wurde ausgesandt. Der Speicher, das Spiel ist mir vor lauter Freude. Ein Karren ist angekommen. Er bringt Güter von weit her. Jetzt geht's um die Wurst. Ein Ledergerber ist angekommen. Sendet uns bitte Würsten, ihr bekommt den Ledergerber. Natürlich. Zweimal Wurst. Einen nach dahin. Unser was nun ist passiert? Nun behebt das. Erst einmal das Siedlerlimit erreichen. Weißt du was, hier Wurst nehmen ist Brot. Na, nicht ganz so. So. Wir versuchen gerade ein bisschen vorauszudenken. Hat kein Kornfeld. Und zwecks dessen würde ich sagen, der beste Ort für die Wurst ist hier. Zielsetzung ist dann im Endeffekt vorauszuplanen, damit wir in der Lage sind, alles möglich zu tun. Was müssen wir hier? Farmeinrichtungen. Menge benötigter Nutzfläche. Wir müssten 8 benutzen, wir benutzen 9. Weil wir hier 5 benutzen. So. Aber sobald es darum geht, wo wir den Käse hinstellen, habe ich keine Ahnung. Ein Karren wurde ausgesandt. Ah, jetzt kauft der Fisch. Bitte. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. So, damit kratzen wir uns ein bisschen Geld zusammen. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Das müsste früher oder später passieren. Wurst-Essverbot. Wir haben schon 43 Nahrungsmittel. Ein Karren wurde ausgesandt.
So. Ein Schiff hat angelegt und bringt Güter von weit her. Was für Güter bringt es uns? Ich glaube, wir sind schon 3 Jahre hier, kann das sein? War es nicht 1267, als wir angekommen sind? Na, ja, passt. So, wir müssten uns gleich jetzt das Eisengebiet hier leisten können. Auf euren Befehl! Wie ihr wünscht! So, gerade so. Ein Steinbruch ist erschöpft. Jawohl! Ihr habt eure Aufgabe erfüllt. Jetzt bekommen wir den Ledergerber. Und gleich wir wohl auch noch Territorium eingenommen. Zugriff auf Eisen, Leute. Wie ihr wünscht. Ein Minenarbeiter ist angekommen. Senden das Gold und ihr bekommt den Minenarbeiter. Okay. Gar kein Problem. Das Schiff hat den Hafen wieder verlassen. Traurig. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So. Jetzt müssten die Reisen euch ein bisschen angenehmer fallen. Und jetzt geht's an die Kleidung, die wir brauchen, um aufzusteigen. Und dann bekommen wir den Landvogtstitel gleich rein. Ich habe das Gefühl, auf dieser Karte werden wir sehr schnell ins Siedelimit treffen. Jawohl! So. Wir können also für einzelne Gebäude den Konsum. Ah, ne, nur für die Kategorie direkt. Okay. Landvogt. Mit einem Lied auf den Lippen werde ich für euch in die Schlacht reiten. Tu das. Endlich Landvogt! Es war harte Arbeit, aber es geht voran. Stimme stirbt. Wir müssen diese Aufgabe erfüllen. Wir brauchen vielfältige Reinigung. Ein Seifenmacher ist mit dem Schiff ankommen. Sendet ihre Lederwämse und ihr bekommt den Seifenmacher. Denkt, dass er kein Pferd? Ja. A disaster. His foes would die of shameless laughter. So, wir kriegen gleich möglicherweise einen Streik rein. Also macht hinne. Wämst noch ein Wams. Ein einziges noch an die Arbeit. Ein wurde ausgesandt. Wemse gewamst. So, um vielfältige Reinigung zu kriegen, müssen wir sowieso schon Baron werden. Das heißt, wir brauchen 2 Besenmacher und 2 Seifenmacher, wie es aussieht. Okay, ich sehe. Verstanden! Habt Dank für eure Hilfe. Truppen können wir natürlich noch nicht. Er freut sich über unsere Hilfe. Der Seifenmacher wird unterwegs sein. Es könnte sein, dass wir hier noch ein bisschen zusätzlich jagen müssen. Das auf Dauer zu unterhalten, was wir hier haben. Aber das werden wir tun, wenn es soweit ist. Das Lagerhaus ist voll. Ich wusste, dass du sagen wollen würdest.
Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ein Karren wurde ausgesandt. Erstmal alles verkaufen, was wir nicht brauchen. Wild verkaufen wir gerade nicht, weil wir das für drei verschiedene Produktionsketten brauchen. Was bedeutet, das wird immer wichtig sein. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Besenmacher kam das Meer zu uns. Send und Seife und ihr bekommt das Besenmacher. Bitte bedenkt, dass er kein Pferd hat. Ja. Das bedeutet, wir brauchen drei Seifenmacher. Ausgesandt. Irgendwo sitzen wir einen temporären hin. Wir werden nur mit zweien arbeiten. Ansonsten saugen wir wortwörtlich unser ganzes Wildtier aus dem Lagerhaus raus. Und das wäre ein bisschen unhilfreich. Du hier hinten bist temporär. An deiner Stelle kommt später ein Besenmacher. So. Wer temporär ist und wer nicht, stellen wir daran fest, wenn wir ausbauen und wenn nicht. Ein Karren wurde ausgesandt. So, schicken wir schon mal rechts für den Minenarbeiter jemanden los. Es gibt doch definitiv noch irgendwo Kisten, die wir noch nicht gesehen oder genommen haben. Jawohl! Verstanden! Jawohl! Sofort! Jawohl! Schon unterwegs! Schon unterwegs! Ei! Das ist doch, wenn irgendwas wäre. Okay, wir kommen da nicht hin. Ihr habt eure Aufgabe erfüllt. Schon unterwegs! Schon unterwegs! Gibt es noch hier irgendwo Kisten? Alles klar! Falls nicht, müssten wir kurz mal gleich beten gehen. Verstanden! Schon unterwegs! Sofort! Gibt keinen Grund, jetzt gerade nicht beten zu gehen. Jawohl! Verstanden! Verstanden! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Wie ihr wünscht! Alles klar! Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld! Sofort! Ei! Verstanden! Schon unterwegs! Verstanden! 1000. Wie ihr wünscht! 75 haben wir rausgekriegt, das ist doch nett. 21. Ein Karren wurde ausgesandt. So, und Dennis kommt später Besen. Geh da weg. Sofort. Und damit werden die Sachen schneller gehen. Was mich hier daran ein bisschen stört, ist, wie wir das hier gebaut haben. Die beiden Gebäude zueinander aneinander gedrückt sind, während hier eine zu große Lücke ist. Das ist ein bisschen schmerzhaft. Habt Dank, wir beheben für das. Eure Hilfe. Tut mir leid, das war mir einfach zu großer Dorn im Auge. War nicht hinnehmbar. So ist es besser. Ein Karren mit. Denn entweder sind alle Gebäude aneinander gequetscht. Oder keines. So oder so müssen die allerdings in einem guten Abstand zueinander stehen oder zumindest ein gutes, einheitliches oder interessantes Bild zumindest liefern. Und das war nicht interessant, das war verstörend, was da gerade gewesen ist. Einmal Besen nach hier. Dann einmal Besen nach dort. Oh! Jawohl!
Ein Körper mit Rohstoffen ist eingetroffen. Da habe ich den Baumstumpf vor lauter Bäumen nicht gesehen. Oder den Baumstumpf vor lauter Wald nicht gesehen. Muss ich wirklich erwähnen, dass meine Dienste für euch auch entlohnt werden sollten? Weißt du, nein, warte mal. Wir bauen erstmal hier alles aus. Dann wirst du befördert.